Jo, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Gaios Geschichte Nummer 2 abgeschlossen und jetzt machen wir uns auf zur nächsten. Und zwar... Shandu oder... Nierkea, Shandu war Dingens. Roan, also machen wir da. Weil, warum nicht? Weil mich echt viele Geschichten von allen gibt. Ich dachte immer so 3 oder so, weiß nicht, irgendwie habe ich irgendwo mal so aufgeschnitten und habe gedacht, das wären 3, aber anscheinend nicht. Rons Geschichte fortsetzen, ja klar. Rons Geschichte, Kapitel 3, die Bruderschaft und das Eid. Und der Eid. Ah, it's good to see you. Look out. What? Rowan, are you okay? Get out of here! Run back to your precious Olympias, traitor! Are you hurt? Ich? Was ist mit euch? Ja, er hat euren Stein abbekommen. Yeah, don't worry about us. You're the one who got hit. Why would they do this? It's all right. I'm fine. So you're one of them too! Another stinking Olympias lover! Hey. Ah. Thank you. Natürlich. Elise, oberste Priorität. Cowards behind bodyguards. That was terrible. Does this kind of thing happen to you a lot? Oh no, only on occasion. Shandu is a city of tradition. Was zum Teufel? Der Typ hat an einen unsichtbaren Wagen gehämmert. They were all like down with Olympias. Peace will not only benefit Olympias and its citizens, but also the people of Maxia. If only more people took the time to look at the big picture and realize that. They will. At this point, the best thing I can do to convince everyone is to show actual results. Bitte, Dimension. Ludger Kresnik. DODA here. I'm sorry. Is everything okay? Anyway, I'm sorry. Sie hat das Nicken nicht gehört. Time for you, but we have detected a new fractured dimension. The rift appears to be in Fenmont. We've sent you the coordinates. Please take appropriate action. Jo. Would you mind if I accompany you? I feel it would be prudent for me to leave here for a time. It's a message from Dressel. Is there something wrong, Elise? It's nothing. I'll come too. Sind immer die gleichen Charaktere, ne? Bei Elvin ist immer Leia dabei und so. Immer die gleichen Charaktere, die damit verbunden sind. Bisschen komisch. Statt hier alle, warum will ich jetzt hier gucken? Ah ja, ein bisschen Abwechslung ist auch mal ruhig machen können. Aber egal, ich beschwere mich nicht. Hallo. Leia und Musée, Rowan und Musée, das heißt Musée immer noch dabei. Ich kann mich mit Elise verbinden. So, dabei hat sie schon die Spitzenreiterin bei mir hier. Das klingt irgendwie falsch. So, was hast du denn hier noch alles? Schon wieder ein bisschen her, seit ich da drauf geguckt habe. Ja. Nahkampfersaat, Zaubersaat. Ja, das ist sehr riskant. Krieger, Diplom-Meister beim Spotten wird die Animation anders, glaube ich, ne? Soll ich vielleicht mal gucken? Ah, zu teuer. Rowan, du hast 34, okay. Dann gucken wir mal. Sprungabbruch, nein, Serienzauber, Wortgesetz. Ja, dafür müsste ich ihn aber steuern. Kette Geisterart sofort in einer Serie aneinander. Diese Arts dürfen sich nicht wiederholen. Hoffentlich setzt er auch als PC auch ein. Dann geht das Tausendrisiko eine Sekunde lang nach dem Wirken eines. Ah ja. TP-Schub, ja. Durchdringlich Abwehr. Ah. Okay, alternatives Flitzen. Viel zu viel. So, dann.
Ja, dann auf zur Splitter-Dimension. Nummer F4. Warum kann ich F4 nicht hintereinander aussprechen? F4 229. Und zwar Fenmont. Okay, da waren wir letztens. Egal. Gehen wir nochmal dahin. Haben wir eine Katze gefunden, ja. Ereignis ist aktualisiert. So, was müssen wir machen? Reden mit den Stab. Wow. Kai war Stabschef Ilberts Frau, der jüngere Schwester des Königs. König Nachtigall und Rowan haben ein besonderes Verhältnis zueinander. Wahrscheinlich muss ich mit den roten Leuten hier reden, ne? Kai war eine sehr freundliche Frau. Sie sprach sogar mit den normalen Menschen wie mir. Ich kann nicht glauben, dass sie von uns gegangen ist. Boah. Na, das Erforschungszentrum ist eine öffentliche Einrichtung zur Erforschung von Geisterarzt. Sie haben uns jetzt einen Wasserzauber entwickelt, der die Ernteträge in der Sheraton-Gegend erheblich gesteigert hat. Wir in Russia sind sehr stolz darauf, ja. Na, ich bräuchte dann mal, weiß ich nicht, irgendwo eine Person, die so ein rotes Smiley hat. Wie du zum Beispiel. Mein Dorf wurde überschwemmt, deshalb kam ich, um eine Bitte vorzutragen. Toll, dass der König mich persönlich anhört. Nicht nur das, er hat versprochen, sofort Hilfslieferungen zu schicken und die Steuerzahlung zu erfassen. König Nachtigall ist wirklich ein großartiger Anführer. Nachtigall of this world seems to be a wise and just ruler. Then he might be the divergence catalyst. Let's go to Orda Palace and see. Ja. Dann gehen wir mal zum Palast und töten den König. Ich meine, tragen unsere Bitte vor. Okay, lass mal kurz verkaufen irgendwo was. Warum ist ja keiner ausgerechnet draußen? Da sind Stände draußen, aber ich kann nichts verkaufen. Höh, Ständer. So, lass mal ein paar Sachen verkaufen hier. So teure, wenn es geht. Zum Beispiel goldene Frösche. So schnell geht das. Schmetterling, also Schneeschmetterling. Schmetterling. Aber so Purizid und so kriege ich dauernd. So. Bams. So, dann haben wir noch. Wo sind diese Purizid-Dinger, die ich dauernd bekomme? Ich brauche mal eben mal ein paar. Und. Hey, das war jetzt natürlich sehr gut. Feinstes Fell, so. Zack. Ich kann schon wieder bezahlen. So, gut. Haben wir wieder was abbezahlt. Wieder 200.000. Kann ich bleiben. Weil die kann ich irgendwie immer schnell wieder bezahlen. Und Musik, die Musik hat schon aufgehört. Warum? So, dann. Na? Speichern wir mal hier lieber. Ja. Ich vergesse mal, dass die sich ja nicht hier umändern. Speicherstände, deswegen sollte ich nicht immer wechseln. Ebene 3, ach, da müssen wir hier alles erkunden, nehme ich an, ne? About to speak to a friend I'd lost, and yet I feel strangely calm. This must be part of growing old. Vielleicht soll ich hier noch ein paar Sachen erkunden. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal hier überall durchzugehen, ganz ehrlich. Das heißt, irgendwo Schatztruhen. Weil ich tun hier gekonnt alles geben, weil die Programmierer hier so einen Dialog und so eingebaut haben. Bei den ganzen Leuten hier, die sagen ja jetzt auch vollkommen neue Sachen. Aber egal. Jetzt nur der Raum mit der Onyx, dann glaube ich, ist noch nichts mehr. Ich muss auch hier an eines Zockers denken. Das ist für mich das Ergiebigste, was wird sich am meisten lohnen.
Wenn nicht, dann ist es Zeitverschwendung. Und die Gespräche, die Leute, die ich hier anspreche, die Gespräche werde ich sowieso wieder in einer Minute vergessen haben, was sie mir gesagt haben und so. Deswegen, um jetzt mal realistisch zu bleiben. Oder idiotistisch, was weiß ich. Ja, Nachtigall als Haus. Hast du ein paar Truhen irgendwo? Nein, okay. Nachtigall als Haus. Wir sagen, wir müssen gegen dich kämpfen. Audience hours have concluded. Gilbert, surely I can drop by for a friendly visit without requesting an audience. If I ever got to the point of turning you away, that would be a bad sign. That's quite the entourage. I presume this is something important. No, just killing time on a sleepless night. Well, I was fully prepared for a dreadfully dull evening. Shall we drink until dawn, like old times? That ornament in your hair, how striking. Oh, I never showed this to you, did I? It was a gift from my sister on the 15th anniversary of my coronation. A pity that it's now a memento. Princess Carrie. When wearing this, I can't help but be constantly reminded of the weight of my duty to our people. Even now, I can practically sense her wagging her finger at me. I see. So, in this world, a simple ornament like that has kept you from straying from your path. Hmm? Things could have easily gone in this direction. To think that you and I might have lived out our lives as friends. Rowan. Wait. You're not Ilbert, are you? Princess Carrie's ornament. Might I borrow it from you? I don't know what your game is, imposter, but you're welcome to try and take it. We've fought enough for one lifetime, but if I must... Give me everything you've got. I want to see just who I'm dealing with. Robert. Ah. Musik? Normale. Was? Warum? Imposter, prepare yourself for retribution! Are you capable of such, old friend? You needn't ask! My spear will cut clean the path for this country's future! Well put. But enough talk! There is no greater language than that of battle! Very well. I, Rowan Ilbert, accept your challenge. Er sah irgendwie nicht so schreiend aus. Na, ich brauche eine Lanze. Meine ist aber besser. Weil, keine Ahnung. Die ist klein und schmächtig, aber haut voll rein. Zum Beispiel so. Bams. Hu. Sollte echt meine Karriere als Sperrwaffe hier anstehen, oder gar nicht. So, dann schauen wir mal an. Level 60. Ja, Diebesbeute, keine Ahnung. Immer schön verbinden, ihr beiden. Ah. Au. Au. Verbindet euch doch mal. Was zum Teufel? Das ist nicht so auf verbundene Art sein. Wollte ich eigentlich einsetzen, was macht ihr eigentlich da? Ja. Achso, kannst du das wagen? Ich dachte, ich war am Umfallen, aber Elise, das war ja noch viel schlimmer. Hallo? Mein Gott, der hat alle möglichen Krankheiten. Ich drücke immer die Tastenkombination, wo ich nichts drauf habe. Was? Wie kannst du das wagen? So, ich soll vielleicht mal mit dem Stab kämpfen, mit dem Hammer. Damit kann ich irgendwie mehr Sachen mit Elise machen. Zum Beispiel den hier. Du bist gegen Wasser anfällig. Super, ich habe keinen Wasser angegriffen. Nein! Wenn wir abgeht. Massacre! Und nochmal den hier. Na?
Mein Gott, wie schnell der mal vorbei ist. Mir zum Part wollte ich nur irgendwie sagen, dass das voll broken ist hier mit der Verwandlung, aber trotzdem. Wenn irgendwie gar nicht dazu kommt, ein Ding zu machen, dann müsste gerade. Es hat. What? Die Blatt hat abgezogen. Power mal. Boah, jetzt gibt er uns aber richtig, ne? Ma. Hab ich einmal ganz gewechselt, ey. Ah, muss die Katze eigentlich sein. Verdammt! Autsch! Eigentlich mit Drone eine Ding ins Machen, ist gerade, aber daraus wird wohl nichts. Elise, komm hier rein. Sehr gut. Was ist das die ganze Zeit für ein Symbol, was der da hat? Das ist auch, wenn Roll oder Mila irgendwie ihr Dings machen. Ach, das ist an uns mal dran. Weil der hat auch andere Tatte. Warum setzt das hier schon wieder ein? Boink. Sehr wohl. Sanctuary. Okay, der hat doch ein bisschen schon drauf. War doch knapp. Ja. Soll ich mir auf so andere Dinger hier konzentrieren? Nein, nein, nein. Jawohl. Ha! Ha, 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 ha. Sehr schön. Dann lebt immer noch. Natürlich lebt er noch. Und ich muss ihn noch aufwecken mit meinem Hammer. Oh, leck mich. Er ist mit seinen Augen los in der Katze. Oh. Ah, renn weg. Ah. Weil ich ja so gut am Muse auch Wiederbelebung einsetzen kann. Der Angriff bringt's voll. Boink. Sehr gut. Diese verdammte Katze. Verdammt. Ist meine Kriegsart sehen? Na? Ja, egal. Verdammt, ich wollte mit Rowan. Egal. Ich muss einen Katalysator töten, also komm her. Ja. Just reminiscing on the past. A little nostalgia for an old friend of mine. Ja. Ödland. Vögel der Zerstörung. Und nix. Ma. War mehr Sachen hätten, wo ich lernen können, hallo. You're not Ilbert. And yet, you possess the conductor's skills. Who exactly are you? Just an old man who was to serve you loyally for the good of the country. Loyalty to me? Tell me something. What do you think of Roshagal today? I believe it is a thriving nation. A good one. The king leads his people, and the people support their king. Suppose that I try to destroy it all. What would you do about it? I would do everything in my power to kill you myself, or die trying.
Some time ago, I asked Gilbert Ino the same question. And he gave me the same answer. Are you certain? I did tell you to take it from me by force. At the end of the day, I'm not sure who you are and where you came from. But you are Rowan Hilbert, through and through. Thank you. Despite the unpleasant circumstances, I am grateful for the chance to speak with you again. We certainly livened up a dull evening. Luca, if you would please. Ja, seid ihr sicher? Letztens bei Jude bin ich einfach abgehauen, deswegen. This world is destined for destruction. And besides, it is a world I've already lost. But don't you want to hold on? Indeed. Very much so. Jetzt voll in die Hand rein. What? Before I bid farewell, Noctegal, please allow me to renew my vow to you. I will never retreat from my duty again. I will give everything to accomplish what must be done. Und noch eine Splitterdimension erledigt. And we're back. Rowan, are you okay? Oh, pardon me. Yes. Yes. Ah, in regards to that. Can you spare a minute? Just follow us! Tipo, shush! Please, let's head to the inn. Don't tell Rowan. Okay. So. Dann zum Gasthaus. Was will uns Elise denn sagen? Ich glaube, schon wieder Geld bekommen und Kasse ist zurück. Verdammt! Ich will goldene Frösche haben. Goldene Frösche! There you are. Drissel here sent me a text. She said she's got something important to show us. Just us! No Rowan's allowed! I apologize for the secrecy. Just read this. It'll be quicker. Dear Elise, if you're reading this, then I have already shuffled off this mortal coil. What is this? It seems to be his will and final wishes. A maid found it hidden in one of the spare rooms. There's one for each of you. Fragen wir doch Rowan, was das soll. Glaubt er etwa, dass er seine Friedensmission nicht überleben wird? He can't be. He did vow to give everything to accomplish what must be done. Including his life? No way! Please, look after him for me. Of course. I'm counting on you. Er fragt sich bestimmt jetzt, wo wir alle sind. You look so pale. Sorry. I'm fine. Everything will be fine. I'm not letting someone close to me die again. Okay, Rowan ist aber schon ein bisschen alt. Also irgendwann realistisch. Ja. Silla Outfit 2. Rowans Testament, ja super. So, zeig mal. Das war... Genau, ihr habt hier ein Outfit. Immer noch viel, ja. Und... Okay, ja. Würde ich sagen, ich hole mich mal hier kurz aus, damit wir mal wieder voll geil sind. Und dann beende ich den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Okay, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.